Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Es handelt sich hierbei um Oceanhorn 2 Knights of the Lost Realm. Dieses Spiel spielt geschichtlich gesehen weit vor dem ersten Oceanhorn, ist aber eine Weiterentwicklung der Engine und so weiter und so weiter und so fort und ist jetzt am 28.10.2020 im Nintendo eShop erschienen. Das Spiel ähnelt sehr stark The Legend of Zelda und man wird es auch erkennen an einigen Stellen, und es ist ursprünglich für iOS erschienen und wurde dann jetzt endlich für andere Konsolen geportet, und ich freue mich schon riesig drauf, ja. Selbst wenn ich zurzeit echt sau viel zu tun habe, was die ganzen Projekte angeht, aber ich freue mich riesig drauf, dieses Spiel zu spielen und mit euch gemeinsam hier die Erfahrungen in diesem Spiel zu sammeln. Und ich würde sagen, ohne große Umschweifen, legen wir doch einfach mal los. So. Sicherheitskopie, System, Sprache Deutsch, Kamera umkehren, brauchen wir nicht, Skalierung brauchen wir nicht, Musik und so weiter, das können wir alles lassen, wunderbar. Dann starten wir. At the end of the world, I write this paragraph, to be the last for Realm of Arcadia. They fought valiantly against this end, but they are powerless before the fate set by Kronos. The sands of time have run many times since these events were set in motion, and none who took part in the downfall of Arcadia was left unchanged. Ah, an observer. At a time like this, your appearance is surely not a coincidence. I will show you what transpired, but for you to understand the whole story, you must experience it yourself. This I can tell, though. It is a tragic tale of two eternal souls. It began on a dark and stormy night, and all within a lost realm. He said he would meet us here. Is it really you, Mesmeroth, old friend? When I got the message, I could not believe it was from you. He should not suffer because of my mistake. This child is for you to raise, Master Mayfair. Take good care of him. Achtzehn Jahre später. Insel der Ausgestoßenen. Kraterrand Inselgruppe. Retrieve a lockbox, stolen from me many years ago by pirates. Its contents are vital for your knighthood. Good luck, Master Mayfair. Okay, Meister Mayfair. Okay. Also, was haben wir denn? Wir haben Angreif mit Y. Wir haben B, Rollen. Kreismenü. Wir haben Zielen. Verlagern. Verlagern. Wird ein bisschen komisch ausgedrückt, aber ja, Bewegung. Und das Menü. Oh, schon mal eine schöne Karte. Objekte sehen wir hier. Zaubersprüche.
Wähle ein Objekt, um es mit den Energiesplitter zu modifizieren. Okay. Aufgaben, Herausforderungen. Sprinte zum ersten Mal. Segle zum ersten Mal. Und System, okay. Herausforderung abgeschlossen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt diese Herausforderung abgeschlossen. Und haben damit 200 dieser Kristalle gewonnen. Okay. Dein Ziel ist mit einem gelben Dreieck auf deiner Minikarte markiert. Ja und, kann ich damit jetzt irgendwas machen? Ah, oder so? Nein, ne? Information. Wie weit kann ich ins Wasser? Ich darf ernsthaft schwimmen, aber nicht zu weit weg. Wow. Was haben wir da? Kräuter, okay. Ich will erstmal gucken, bevor ich gleich zum Ziel renne. Alles kann ich hier nicht zerstören. Das Gras kann ich auch leider nicht kürzen. Aber es gibt jedenfalls eine Animation dafür. So, jetzt hatten wir hier... Aufheben. Kann ich die irgendwo platzieren? Das heißt also rein aus der Theorie her, kann ich jetzt hier runterspringen. Und wenn ich dann halt irgendwo bin... Haben wir auch wieder was? Ich glaube, ich erforsche jetzt hier gerade schon wieder zu viel. Aber es ist halt der Forscherdrang, den man hier hat bei solchen Spielen. Da kann ich runter. Cool. Du hast einen Blutstein gefunden. Er reflektiert das Licht, als wären Bluttropfen darin eingeschlossen. Da ist nochmal eine Kiste. Man darf ich irgendwie nicht kaputt machen. Darf ich sie vielleicht kaputt rollen? Nein. Dosen essen. Okay, viel zum Erforschen haben wir jetzt hier nicht. Erstmal. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal ein bisschen höher. Weil in der Richtung war nichts mehr. Nee. Spielfortschritt gespeichert. Oh, er speichert wieder automatisch. Kritischer Schlag. Schön, es verteilt sich wieder überall. Es war früher so und das ist anscheinend heute immer noch so. Das muss ich überall verteilen. Da finde ich wieder was. Ich will erstmal hier... alles ein bisschen erforschen. Ach man, es fühlt sich wirklich teilweise wie ein Zelda an, aber gleichzeitig ist es halt auch Oceanhorn, ne? Und das kenne ich halt. Und es ist mal schön, dass man eine freie Sicht hat, hier frei gucken kann. Und hey, hier sind Krüge. Ja, nice. Ewige Lebenskraft für den, der nach dem Apfelbaum greift. Will aber gar keinen Apfelbaum. Ah! Wo kommt der denn her? Kam jetzt gerade ernsthaft von hinten angerannt. War das der von da unten angerannt kam? Haben sie da die Intelligenz echt so stark gemacht, dass sie so schlau sind? Tatsache. Die sehen mich aus der Entfernung und greifen sofort an. Stirb, du blödes Ding. Okay, immer auch schlagen. Aufheben und werfen geht nicht. Dazu ist er nicht fähig. Er kann nichts aufheben und gleichzeitig zerstören. Das geht nicht. Nein, nein, nein. Lauf der Kante entgegen, um automatisch zu springen.
Oh, cool. Ja, eigentlich nicht cool, weil... selber springen wäre mir lieber. Aber gut. Kleine Abstriche kann ich ruhig machen. Ach, ich kann kriechen. Ja, lol. Smiley. Hier kann ich auch außen rumlaufen, ne? Ja. Ich stelle mir jetzt gerade die Frage, warum ist meine Ausdauer jetzt gerade so niedrig? Sind die Dornen gefährlich? Nö. Sind einfach nur Dornen. Okay. Wenn du Weinreben auf Ruinen oder Klippen siehst, kannst du diese zum Klettern verwenden. Nice. Boah. Zieh dich hoch. Nein. Danke. Kann ich da komplett hoch? Kann ich nicht komplett hoch? Nein. Nein, nein, nein. Nope, kann ich nicht. Heißt, da komme ich also anders lang. Wahrscheinlich dann hier hoch. Verwenden. Einfach den Schalter bewegen wäre zu einfach, ne? Er muss dann das Schwert rausholen. Kritischer Schlag. Hier haben wir wieder so welche Krüge. Warum fällt er da jedes Mal runter? Ich glaube, ich stelle jetzt schon fest, das wird mich ganz schön triggern. Ah, oh, gut. Da haben wir mal was gefunden. Da ist ein Apfelbaum, fällt mir gerade mal so auf, ne? Ne, ne, ne? Nächste Frage, gibt es Fallschaden? Nö. Da ist wieder was. Okay. Ich glaube, ich bin in das Spiel ein bisschen verliebt. Oh, du blödes Ding. Wow. Das war definitiv eine Bombe. Worüber ich jetzt gar nicht so glücklich bin. Aber wartet. Laden, Heilzauber. Möchtest du Heilzauber verwenden? Ja. Danke. Ich weiß noch nicht, wie man ausweichen kann. Da vorne scheint irgendwas zu sein. Nur wie komme ich da hin? Ah, da ist eine Leiter. Okay. Nice. Hallo? Geil. Erstmal gleich ein Crash. Hat was. Erstmal gleich ein Crash. Warum bist du auch nicht dahin gelaufen, wo man dir gesagt hat, da sollst du hingehen? Ja, ich bin halt der Droh, ne? Wo hat er jetzt gespeichert? Ach, komm schon!
Ernsthaft? Oh. Alles nochmal. Nein, nein. Die ganze Arbeit war umsonst. Ach, oh, der hat doch noch was bekommen. Das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. So, dann holen wir uns das nochmal schnell hier alles. Ich möchte jetzt wissen, ob es ein allgemeiner Bug war oder ob das Spiel einfach so gefreezt ist. Weil dann wisst ihr es gleich erstmal für den Anfang. Halt. Okay, diesmal mache ich die Bombe nicht kaputt. Das heißt, jetzt mache ich mehr Energie. Ha! Nicht mit mir, du Unhold! Also kriegst du gar nicht kaputt, ne? Aber so. Interessant. Meisterhafter Schuss. Oh, ich habe gar keine Munition mehr. Nett. Nettes Detail, dass man hier auch Munition braucht. So, ich schwimme da jetzt nochmal hin. Sehr nettes Detail, warum auch immer. Okay. Kann ich da jetzt rüber? Oh, du hast einen Smart-Kristall gefunden. Dafür bekommst du 120 Münzen. Interessiert mich natürlich selber noch brennend. Wie kann man hier eigentlich selber speichern? Da ist schon wieder ein Apfelbaum. Jones, ich habe kleine Schätze für dich in Krügen versteckt. Zertrümmer sie, wenn du sie siehst. Russe. Schwimmt jedenfalls ordnungsgemäß. Okay. Warum kann ich aber nicht drauf? Oh, cool. Alternativweg. Finde ich gut. Alternativwege finde ich immer gut. Immer her damit. Na komm, 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 komm. Komm, du hast mich doch gesehen bestimmt schon, oder? Du bist doch ein Computer. Komm und... Bam! Was für ein epischer Schlag. Hey Jones, du hattest recht, die Sau ist vollkommen verlassen. Was in der... Was in aller Geier ist denn hier passiert? Der Eingang zum Versteck der Ausgestoßenen ist dort, aber ich habe nicht in die Tunnel getraut. Da unten ist etwas. Etwas Schreckliches. Russell. Achso, Russell, nicht Russe. Okay. Naja, gut. Das war ein Ausrufezeichen. Hier kann ich wahrscheinlich auch noch rauf, ja. Und nein, er hat sich automatisch abgerollt. Macht er anscheinend jedes Mal. Wenn ich irgendwo von was holen runterspringe oder irgendwo rüberspringe. Ja.
Da soll ich rein? Soll ich nicht jetzt vorher noch die Insel erkunden? Moment. Ein Speichern zu dem Zeitpunkt, wann man sich das wünscht, ist nicht möglich. Na moin. Nimm die Leiter bitte, ja? Danke. Damit würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Torhaut rein. Moment. Wenn ich drehe, klingt das so, als ob ich die Leiter hoch und runter gehe. Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Torhaut rein. Tschüss.